Wo bist du? Ich bin schon fast auf dem Weg. Also, ich bin schon auf dem Weg. Geh doch schon mal eine Stunde. Nein, ist gut. Ich warte. Also bitte, die paar Minuten schaffst du ja wohl auch ohne mich. Ich warte! Gerunds from the ink form of both action and stative verbs. Example, it is my smoking that annoys him the most, meaning he is annoyed by the fact that I am smoking, not by the smoke. Meine Herren, ihr seid spät, die Schule fängt aber an. Ach ja, wir wissen so, das Leiter nicht mehr vor. Ja, du kannst da gerade stehen bleiben, der Herr Gerber erwartet euch. Sie schicken uns zum Herrn Gerber, weil wir 5 Minuten zu spät gekommen sind. Du, es sind 20 Minuten. Ich kann sicher nicht zum Schuldirektor. Das kann Alex allein machen, das ist sowieso jeden Tag dort. Du gehst mit. Wir diskutieren nicht darüber. Offensichtlich ja schon. Zum Direktor, los! Tja, Mario, die Schwache nimmt's. Danke, Marla. Nach deiner Meinung hat niemand gefragt. Und deine interessiert niemand. So, Ruhe jetzt! Das Problem hast du dann gesagt! Du bist mein Problem. Das Problem von uns allen. Du kleiner Egoist bist für die ganze Klasse. Marla, es langt! Und jetzt ab zum Direktor. So, let me make an example. Schickt mich einfach zum Schuldirektor. Mich? Es ist mir nicht so schlimm, es ist eigentlich immer relativ locker drauf. Und? 300 Stutz, das ist easy viel für so eine Scheibe. In dem Fall kein wöchentlicher Match mehr im Klassenzimmer. Dann müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen. Dabei, die Scheibe an sich ist gar nicht kaputt. Es ist nur das Fenster, das nicht richtig zugeht. Alex, wir müssen zum Herrn Gerber gehen. Ah, easy. Genau, das Bild habe ich Ihnen geschickt. Genau. Unter dem Bild so etwas im Stil von die Schule Waldbach geht zusammen mit dem WWF an französischen Stränden Abfall sammeln. Genau. Am besten auf der Titelseite. Was, schon morgen? Ja, super. Ja, dann danke Ihnen vielmals. Jawohl, ja, Ihnen auch. Ja, merci vielmals, auf Wiederhören, Frau Berkel. Ja, danke, merci, adieu. Puh, die Zeitungsfutze kostet einem den letzten Nerv. Herr Gerber. Nein, ihr seid schon da. Ja. Und? Wisst ihr, warum ihr zu mir kommen müsst? Ich verstehe es auch nicht. Disziplin, meine Herren. Das ist doch kein Larifari-Club. Wir legen Wert auf Disziplin und Anstand. Wir sind eine angesehene Schule. Nicht immer sonst organisieren so Aktionen wie mit dem WWF-Strandprojekt. Für das gab viel wertvolle Zeit verloren. Nur schon, bis wir die 10'000 Franken mit der Projektwoche zusammen bekommen haben. Und dann kommen die Schüler wie ihr und haben nichts Besseres zu tun, als eine Scheibe kaputt zu machen. Was? Wir haben keine Scheibe kaputt gemacht. Was nicht? Und warum sind wir denn da? Das frage ich mich auch. Wir sind spät gekommen. Ah, das sind ihr. Spacko ist ein bisschen deine Spezialität, Alex. Ja. Ja, das ist nicht lustig. Ich kann mit dir ein Hühnchen zerrupfen. Aber zuerst mal zu Mario. Du bist ja noch nie zu Spacko. Also gibt es für dich nur eine kleine Strafe. Was? Sie geben mir eine Strafe? Wegen Spacko?
Disziplin und Anstand. So lautet die Devise. Und das heisst? Du kannst jetzt gerade zum Haller raufgehen und dir einen Auftrag geben lassen. Stegenputzer oder so. Also bin ich jetzt der Abwartsassistent? Nein, danke. Wo ist er? Auf dem Dachboden, aber kannst du gerade zunehmen. Fucking hell. Du, Alex, bleibst da. Warum bist du schon wieder draus? Hast du wieder mal die ganze Schuld am Alex gegeben? Ach, geh dich einen Scheiß an! Pass auf, was du sagst, klar? Du bist nicht in dieser Situation, wo du dir so Bemerkungen kannst leisten kannst. Ah, nicht? Nein, und denke ja nicht, dass du nächste Woche in unserer Gruppe kannst sein kannst. Die haben sowieso den Gerber gemacht, das kannst du gar nicht sagen. Wir haben abgestimmt. 5-0, dass du die Gruppe wechseln musst. So, lass zu. Geh aus unserer Gruppe weg. Und wir lassen dich sein. Das sehen wir dann im Lager! Nein. Wenn ich dich in unserer Gruppe... Hör auf mit dem Scheiß. Alles okay. Wir umhalten uns nur. Aber warum beschützt du ihn eigentlich? Zum Glück bist du auch im Lager. Wenn ich dich richtig das nicht aushalte. Sie können doch Alex nicht einfach von der Schule suspendieren, nur wieder zu spät kommt. Also zuallererst mal verbiete ich mir den Ton. Der Alex und ich haben schon ein paar Mal über das geredet, weil er ständig zu spät kommt. Sogar mit seinen Eltern. Irgendwann einmal muss jeder für die Konsequenzen von seinen Handlungen einstehen. Ja, aber doch nicht genau in dem WWF-Lager. Das ist doch ein Scheißwitz. Also nur einmal so einen vulgären Ausdruck und ich lasse mir für dich eine strengere Strafe einfallen. Suspendieren Sie mich einfach auch für nächste Woche. Das wäre das Beste. Im Gegenteil. Verwende in meiner Gegenwart nur einmal so einen Ausdruck. Und du hast den nächsten Samstag in die Waldbach Nachhilfe kommen. Dann lernst du noch etwas. Ich. Ich kann nicht ohne dich ins Lager. Das geht nicht. Das klappt schon. Marla wird nur. Was? Ist nicht das dein Spind? Ja, aber weißt du, in dem hat es das Nüni drin. Hast du allzu viel gelernt seit dem letzten Kiosk in Woche? Hipfasse, ich schwöre. Yes! Das darf doch nicht wahr sein! Jetzt bin ich 10 Jahre in dieser Schule und mir passiert so einen Scheiß. Mir geht der Lohn kürzen, aber die Schüler, die fahren dann nach Frankreich in die Ferien. Ich glaube, wir kommen später. Weißt du was? Wir klauen das Schulgeld trotzdem. Ja, der Plan bleibt der gleich. Morgen, bevor die ersten Lehrer in die Schule kommen, dann hole ich das Geld und bringe es dir am 7:45 ins Auto. Ja, ich muss dann nachher zurück in die Schule. Das müssen wir sofort dem Herrn Gerber erzählen. Oder? Wie verwünscht du denn selber? Auf frischer Tat. Wie willst du das machen? Ja, keine Ahnung, wir müssen noch irgendwie filmen oder so. Und wieso gehen wir es nicht auf direkt am Herrn Gerber sagen? Der Effekt ist kleiner. Wenn der Haller das Geld klaut, ist die ganze Schule in Panik. Und dann stehen wir da als Helden mit dem Videobeweis und du fliegst nicht von der Schule. Das ist absurd. Ja, wir müssen nur wissen, wie wir das anstellen. Aber das Schulhaus ist die ganze Zeit abgeschlossen, da können wir nicht rein. Aber wir kennen jemanden, der durch verschlossene Tür hineinkommt. Nein! Wieso nicht? Die Lena ist die letzte, die wir brauchen in unserem Team. Und außerdem hat ihre Kioskwoche ja so super funktioniert. Aber durch die verschlossene Tür ist sie ja reingekommen. Sie hat ja nicht gewusst, dass sie Kameras hat. Trotzdem nein! Gut, dann gehst du halt allein wie wir flaggen. Jetzt hätten wir sie doch in der Schule fragen können, nicht? Wände haben Ohren. Du spinnst. Gut, jetzt hat die Kamera mit dem Laptop verbunden sein. Und dann können Sie mit einem Knopfdruck die Aufnahme starten, stoppen und wieder anschauen. Super. Und daheim können Sie die Kamera ganz einfach als Velone machen. Super. Danke vielmals. Schön. Schönen Tag. Ade. Danke, Ade. Was macht denn ihr da? Aha, der ist nur mal ausgelehnt. Wir wollen, dass du in die Schule brichst. Was?
Der Roller klebt morgen das Geld fürs WWF-Lager. Und wenn es das du einbrichst, vor ihm und den filmst du dabei. Dann stehen wir vor der Schule gut da. Und ich werde nicht suspendiert. Ja, voll. Weißt du, wegen positiven Effekt oder so? Sag's besser du. Ihr wollt, dass ich eure Drecksarbeit mache, damit ihr gut da steht? Genau. Ganz sicher nicht. Wisst ihr, wie viele Probleme habe ich wegen dem Kioskeinbruch? Jeden Tag 5 Stunden in diesem Laden. Sorry, aber vergessen. Ja, siehst du, ich habe dir gesagt, sie ist nicht. Lena, bitte! Aber im Dachboden des Veloladen hat es ein Loch, das geflickt werden muss. Machen wir! News. Und ihr seid beide beim Einbruch dabei. Was? Niemals! Nein, sorry. Gut, dann halt nicht. Dann wird der Alex halt von der Schule suspendiert. Also gut, wir machen es. Nein! Gut, aber dann braucht man einen vernünftigen Plan. Nein! Los geht's! Der Hall ist wahrscheinlich schon um 7 in der Schule, weil die ersten Lehrer um 7:30 kommen. Das heisst, wir sind schon um 6 dort? Ja, genau. Das ist nicht so schlau. Schloss im Haupteingang ist das Neue, das kann ich nicht knacken. Müssen wir halt einen anderen Eingang finden. Das Fenster im ersten Stock, dann kommt dann ist jetzt wieder offen. Dann kommst du ja nicht mal rauf. Brauchen wir schon wieder etwas anderes. Ich nehme die Schrittleiter. Ich gehe mit der rauf. Dann kommst du zum Stegenhaus runter und lässt uns zum Eingang rein. Perfekt. Ja. Wow, da haben wir einen richtigen Vollprofi. Halt fass ich. Ja, chill, warte, ich helfe dir ja. Ich brauche deine Hilfe nicht. Ach, komm jetzt. Oh. Fuck, Scheiße. Mann, Alex, du bist spät. Wir haben jetzt sehr wenig Zeit. Der Fick hat nicht geschaltet. Aber wenn dir das Bericht rausgeht, ich sage, dann gib dir eins. Voilà. Ich habe richtig gesagt, sollst du das machen? Hä? Sollst du das machen? Ist doch egal, fang mal an. Mario, warte, du hast schon dein Handy. Wir haben gesagt, wir brauchen Walkie-Talkies. Ja gut, dann halt nicht. Schon gut. Ich fand den nicht bald mal gut. Thank you.
nicht ab. Da stimmt etwas nicht. Jemand von uns muss hineingehen. Ja. Niemals. Ja, gut, dann wartest du halt alleine aus. Dann halt. Ja, aber warte, nimm das Walkie-Talkie mit. Sicher ist sicher. Mario? Gib mir Alex. Halb im Schuh, was machst du so lang? Der Haller ist auch da. Ich habe vorher das Geld geknallt und mich im Lehrzimmer eingesperrt. Ah, shit. Ja, warte, ich komme dich rausholen. Nein, das kann ich selber. Hilf lieber dem Alex. Lena? Ja, warte, ich kann es gerade. Nein, ich kann das selber. Offensichtlich ja nicht. Ich habe dir doch gesagt, du sollst mir nicht helfen. Ich habe gar nichts gemacht. So, jetzt ist Ruhe. Wir reden dann in meinem Büro.
Der Alex ist am Arsch. Was ist mit dem Alex? Ach, Gott, ich bin scheiße. Wir sind in die Schule gebrochen und Alex ist schon wieder aber ich erkläre es wirklich später. Es war sicher an Mario seine Idee und zufälligerweise bist du nicht verwünscht. Hau ab! Ich muss noch einmal so nahe kommen, ich mache dich fertig. Ja, wirklich, mach doch! Es war im Fall wirklich nicht nur an Mario seine Schule. Du beschützt ihn nicht so noch? Ich habe das Geld nicht geklaut. Ich habe den Herrn Haller am Telefon hören sagen, dass er es klauen will. Das ist so eine Anschuldigung. Das lasse ich mir von dir nicht bieten. Das Ganze klingt ja völlig wirr. Und das hättest du mir ja auch sagen können, wenn du es gehört hättest. Außerdem hast du den Schlüssel und einen Teil des Geldes dabei gehabt. Das habe ich beides am Boden gefunden. Zum Glück bin ich früher in die Schule gekommen. Wegen dem kaputten Fenster. Was sich die Schüler von heute erlauben. Bullshit! Alex ist ja selber durch das kaputte Fenster reingekommen. Der hätte jetzt ihn sehen. Was fällt dir eigentlich ein, einfach so da rein zu platzen? Was redest du überhaupt für wirre Sachen? Du bist ja nicht einmal dabei gewesen. Also ich... Oder? Nein, ich bin nicht dabei gewesen. Also dann gang wieder aus dem Zimmer. Ich wollte nur Alex helfen, weil ich meine, der Herr Haller hat... Hörst schlecht, du solltest gehen. Ich komme gut ohne dich klar. Ich hau ab! Nur... Was ist passiert? Es ist vorbei. Hä, ist das jetzt ein Witz? Du lässt den Alex im Stich. Was soll der Scheiß? Sein einziger Kollege aus der ganzen Schule und du lässt ihn im Stich? Was soll ich denn machen? Es geht nicht darum, was du machen kannst, sondern dass du etwas machst. Du hast ihm die Scheiße eingebracht und du holst ihn auch wieder dort raus. Sag du mir nicht, was ich zu tun habe. Du arrogante Sau! Wegen dir haben wir den ganzen Scheiß gemacht. Nur weil du dich nicht alleine ins WWF-Lager getraust. Okay, gang doch. Aber weißt du was? Unsere Anmachung die steht im Fall immer noch. Ich habe euch geholfen einbrechen und du hilfst mir, den Dachboden zu flicken. Was? Wie all dem Scheiß denkst du nur an den verdammten Dachboden? Lass den verfickten Dachboden in den Arsch schieben! Dachboden. Das ist es. Durch den Gang ist der Haller hinter ins Musikzimmer. Jetzt hat er den Schlüssel angelegt im Zimmer das Geld. Nachher ist er die Luke wieder auf in den Dachboden und bei uns hinten wieder runter. Dann hat er dem Gerber angerufen. Aber da müsste das Geld noch dort sein. Ja, aber das allein bringt das noch nichts. Ich brauche das Geständnis. Shit! Ich kann auch schon sehen, wie wir das überkommen. Aber ich brauche deine Hilfe. Suchen Sie etwas? Was machst denn du da oben? Die Schüler haben da oben nichts verloren. Also gut, dann gehe ich wieder. Und wo ist der Koffer? Welcher Koffer? Der hier im Ecke gestanden ist. Ich weiß nicht, von was Sie reden. Wieso? Was hat es denn drin gehabt? Nein, nimm mein Handy, nein! Hier sind meine zwei ganz Schlaue. Habt ihr das Gefühl, ich sei blöd, hä? Hast du gemeint, ich hätte nicht gemerkt, dass dein Handy geläutet hat im Lehrzimmer? Und dann hast du gedacht, du seist rein zufällig eingeschlossen worden im Lehrzimmer, hä? Und der Schlüssel, den Alex gefunden hat, am Boden? Am Boden gefunden? Ja. Schau, Alex, so führt das zu nichts. Ich habe deine Lügengeschichte langsam satt. Wem läutet sie jetzt genau an? Deinen Eltern? Nein, sie mit den. Hey, was gibt das? Wir zwei sind auf dem Dachboden rumgeschlichen, mit dem da. Ich rufe zurück. Das ist nicht... Jetzt ist Ruhe! Ich habe genug! Eure Kindermädel könnt ihr euch sparen. Ich rufe jetzt der Polizei an. Ja, jetzt ist fertig. Aus und vorbei. Ich vertrage wirklich viel, aber jetzt ist genug heute unten. Lange, oder? Ich glaube schon, ja. Wie bitte? Ich würde Ihnen gerne etwas vorstellen.
GoPro 5B können Sie an Laptop, Smartphone und das Tablet anschliessen. Mit einem Knopfdruck können Sie die Aufnahme starten, stoppen und anschauen. Und wir haben ein Gespräch mit dem Herrn Haller aufgezeichnet, das wir Ihnen gerne zeigen würden. Und der Schlüssel, den Alex gefunden hat am Boden? Was haben Sie gewusst, dass wir im Schulhaus sind? Bitte, dein Handy. Und der Alex, der auf den Stegen Mario gerufen hat. Mein richtiger Plan ist zwar nicht aufgegangen, aber ihr habt mir als Sündenböck wahnsinnig geholfen. So, und jetzt gehen wir zum Gerber. Los, Mikro. Ihr seid genial. Das ist Fake, das ist ein Fall, das ist nicht wahr. Kinder, es tut mir grausam leid, dass ich euch verdächtigt habe. Das kommt nicht mehr vor. Verlönt jetzt bitte das Zimmer. Und Alex, du bist natürlich nicht von der Schule suspendiert. Aber so etwas kommt nie mehr vor. Ja. Oh, was ist denn da los? Wir wollten hören, was der Mario angestellt hat. Ist auch gleich nicht so beschissen, wie wir alle denken. Da haben wir ja noch mal Glück gehabt. Danke euch zwei. Ach, bei mir sind doch erst die ganze Scheiße reingekommen. Stimmt. Du Wichser. Nein. Dann habe ich ihm gesagt, der Haller hätte ihn dort auch nicht da. Aber das hat er mir voll nicht geglaubt. Wisst ihr, was ich mich frage? Wer hat eigentlich damals ganz am Anfang an Herrn Haller angerufen? Ich glaube, das werden wir nicht so schnell erfahren.